Das Thema Digitalisierung beschäftigt uns ja schon seit vielen Jahren. Ich bin heute hier eher als Vertreterin der Internetoffensive Österreich, die wir ja mitgegründet haben, und möchte einen bisschen größeren Bogen als nur das Thema der A1 spannen und Ihnen ein bisschen Inspiration auch hierzu entsprechend geben. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Phasen der Digitalisierung für uns entwickelt haben, so kann ich sagen, dass wir die Digitalisierung 1881 begonnen haben. Damals haben wir das erste Wählamt in Wien in Betrieb genommen, haben die erste Genehmigung im ersten Bezirk erhalten. Und als ich vor kurzem vor einer sehr jungen Gruppe gesprochen habe von Zuhörern, hat dann eine junge Dame die Hand gehoben und hat gesagt, wie war das mit dem WLAN 1881, gesagt, nein, nicht WLAN, Wählamt. Also sie kannte den Begriff nicht mal, dann ging es übers Vierteltelefon. Wer kennt noch das Vierteltelefon? Ja, genau. Wir sind alle noch in der Schleife gehangen, wenn der Nachbar zu lange telefoniert hat, oder vielleicht war es auch ich, wo der Nachbar drinnen gehangen ist. Also das hat uns geführt über den Weg zu den Faxgeräten. Sie kennen die fast außerirdischen Geräusche, die wir damals produziert haben, in die Welt, ja, wo wir heute sind, wo wir mobiles Internet haben, wo alles mit allem verbunden ist. Die Infrastrukturen sind die Basis für die Digitalisierung. Ohne Infrastruktur keine Digitalisierung. Und wir gehen dann später vor allem auf die Themen 5G und wie geht es in Zukunft weiter etwas genauer ein. Wir haben drei Phasen erlebt, diese Entwicklung. Und ich würde sagen, wir haben uns so vom Muskelprotz zum Blitzkneißer entwickelt. Zuerst ging es in dieser ersten Phase im Wesentlichen darum, die Netze mit Glasfaser-Backbones auszubauen. In der zweiten Phase sind wir dann dazu gekommen, was uns heute auch eine große Herausforderung stellt, in den Rahmenbedingungen. Da ging es, dass sich diese Unternehmen, wir sprechen vom Over-the-Top-Service-Anbietern, Dienstleister anbieten, die über unsere Netze fahren. Sie kennen sie alle, die Netflix dieser Welt, und auch die damit verbundene Problematik, dass jemand die Infrastrukturen zur Verfügung stellt, jemand anderer die Dienste über diese Netze schickt, und wie scheren wir das, wo verdienen wir, wie schauen die Business Cases aus und wie können wir sicherstellen, dass Infrastrukturen vor allem auch im ländlichen Bereich weiterhin stark ausgebaut werden. Die digitale Transformation, Industrie 4.0 ist angesprochen worden. Wir sind in jener Welt angekommen, wo viele Dinge eine Rolle spielen, also vor allem das Thema auch Robotics. Und auch darüber möchte ich Ihnen dann eine Geschichte ein bisschen erzählen. Es gibt im Moment große Entwicklungen im Bereich der Artificial Intelligence. Wenn wir weiterschauen, was sind so die großen Themen, die uns beschäftigen? Das eine ist synchrone versus asynchrone Kommunikation. Sie kennen noch die Zeit, als Sie selber viele SMS geschrieben haben, wir gut daran verdient haben auch. Und auch dieses Businessmodell, als ein Beispiel, ist in Kürze zusammengebrochen. Heute verwenden 7 von 10 Österreicherinnen und Österreichern WhatsApp und andere Messenger-Dienste. Also dieses Geschäftsmodell, und es soll Ihnen ein Beispiel geben, wie rasch sich Geschäftsmodelle verändern, wie schnell die Geschwindigkeit ist, mit der es auch in den letzten Jahren vorangeht. Ich selber bin 20 Jahre in der IT- und Telekom-Branche, und das, was sich wirklich verändert hat, ist die rasante Geschwindigkeit in diesen letzten Jahren. Und warum synchron und asynchron jetzt wieder eine Rolle spielt, weil die Jugend wieder dazu übergeht, und das sind Ihre und unsere Bürgerinnen und Bürger, dazu übergeht, nicht Texte zu schreiben, sondern ihre Nachrichten aufzunehmen und die zu schicken. Das ist wieder besonders praktisch, wenn meine Nichte mir das schickt, ich sitze in einem Meeting und kann dann wieder nicht rangehen und mir das abhören, muss wieder rausgehen. Also wir sehen da sehr rasche Entwicklungen, die sich in dem Verhalten von uns selbst, auch von unserer Jugend, in allen möglichen Dingen widerspiegeln. Wie wir mit den öffentlichen Verwaltungen kommunizieren wollen, wie wir einkaufen, wie wir unsere Freizeit verbringen, was wir alles tun. Ich habe so die Vision, dass das im Haushalt, eigentlich bauen wir ja alles nach, was im Science Fiction wir schon gesehen haben, und ich gebe Ihnen dann auch ein paar Beispiele dafür. Wir arbeiten intensiv an dem Thema, die gesamte Branche Holodeck, also stellen wir das so vor, zu Hause haben wir irgendwo dann das Holodeck und wir können in dem Thema, im Film, in den verschiedenen Themen selbst auch mit teilnehmen. Was bedeutet das? Es bedeutet große Datenmengen, die wir übertragen, und die müssen die Haushalte erreichen. Sie müssen die Klein- und Mittelbetriebe, Österreich ist das Klein- und Mittelbetriebsland schlechthin, erreichen. Und diese Daten müssen auch an die Industrieunternehmen ankommen, damit sie jene Schritte machen können, um die Reindustrialisierung Österreichs wieder sicherzustellen. Gratis Kultur habe ich als Schlagwort hingeschrieben. Gratis, Sie wissen, ist nichts. Sie bezahlen, wir bezahlen mit unseren Daten. In dem Zusammenhang, das sollte uns in dem Zusammenhang in der Nutzung auch immer bewusst sein, so ein bisschen auch ein kritischer Blick auf das Thema Cybersecurity, in dem Zusammenhang Sicherheit und Schulung unserer nächsten Generation, aber auch der über 60-Jährigen in diese Richtung. Wir haben uns angeschaut, ganz speziell, wie viel in Österreich über 60-Jährige im Internet sind, und es sind nur in etwa 60%, 55%. In Dänemark sind es 85%. Das heißt, da haben wir gemeinsam einen Auftrag, dort das auch voranzubringen, um sie nicht vom Leben auszuschließen und nicht auch von jenen Diensten, die das E-Government uns zum Beispiel auch bietet. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich glaube, das beantwortet ganz stark, warum wir denn das alles tun, und nicht wir als Unternehmen, sondern wir als gesamte Branche, als Netzwerk, weil nur in diesem Ökosystem, dass wir alle zusammenhelfen, können wir das schaffen. Ich habe Feedback bekommen vor kurzem von einer älteren Dame, die bei der Seelsorge angerufen hat und gesagt hat, die A1 hätte sie ins Leben zurückgebracht. Und die waren so nett und haben mir die Geschichte erzählt, und da war so, dass ich, darum tun wir das, das ist die Antwort nach dem Warum. Die Dame war sehr isoliert und sie ist zu uns gekommen, wir haben eine Initiative, die heißt Internet für alle, das bitte ich Sie auch wirklich mitzunehmen, das sind Gratiskurse, wir haben mittlerweile 100.000 Österreicherinnen und Österreicher geschult, wir fahren auch in die Gemeinden mit Bussen, wir haben 3 fixe Stationen, und die Dame hat sich nach langem Ringen entschlossen, so einem Kurs zu besuchen. In dem Kurs hat sie neue Freunde kennengelernt, in dem Kurs hat sie gelernt, wie mit dem Internet umzugehen ist, und hat alte Freunde von früher wieder gefunden, und somit konnten wir ihr mehr Lebensqualität in dem Zusammenhang geben. Und das ist auch das, warum wir das tun, ist nicht nur, weil wir Prozesse vereinfachen wollen, in der Verwaltung einsparen wollen, in den Unternehmen, sondern weil es darum geht, durch die Digitalisierung das Leben einfach auch leichter zu machen. Big Data ist so ein weiteres Schlagwort, ein weiteres Thema in dem Zusammenhang. Ich würde es eher bezeichnen als Smart Data. Sie sammeln in öffentlichen Einrichtungen sehr, sehr viele Informationen und Daten. Die Unternehmen tun das. Und ja, wenn es nur als Datenmenge vorhanden ist, so hilft es uns nicht weiter. Und es ist besser zu reden, nicht von Big Data, sondern von Smart Data. Was können wir daraus sehen, was können wir daraus lernen, was vom Nutzen für Bürgerinnen und Bürger und nicht nur zu unserem eigenen Nutzen und Nutzen für die Kundinnen und Kunden ist. Artificial Intelligence ist so ein ganz wesentlicher Punkt, der im Moment stark vorangeht. Ich war letzte Woche auf einem Event, was sehr interessant war, wo Silicon Valley einige Unternehmen waren, die sich mit dem Thema Artificial Intelligence beschäftigen. Es gibt heute 4 relevante Unternehmen, die Robots erzeugen weltweit, und 8, die sich nachhaltig und wirklich relevant mit Artificial Intelligence beschäftigen. Und zwischen den beiden ist so ein bisschen der Krieg ausgebrochen. Wo ist denn die Intelligenz? Ist sie in der Maschine oder ist sie in der Software, in der Integration? Und da war ein Startup, das gesagt hat, naja, wir bauen so das Gehirn der Roboter. Und nach das ist ein Thema, das wir nicht aufhalten werden können, das schon im Rennen ist, das uns viele Möglichkeiten bringt, aber natürlich auch viele Herausforderungen. Es stellen sich dann die ethischen Fragen. Wie weit gehen wir? Wie weit und wo kann uns Artificial Intelligence helfen, um nicht nur Arbeitsplätze zu ersetzen? Und wie gehen wir vor allem auch mit jenen Berufsgruppen um, wo das im jetzigen Moment der Fall sein wird? Wir haben eine Herausforderung dort in dieser Transformation der Kassiererin, die im Supermarkt ist. Hat sie ihren Job noch in 10 Jahren oder nicht? Und vor allem, also in dieser Transformation müssen wir uns um diese Gruppen kümmern. Und auf der anderen Seite haben wir die Jugendlichen, denen wir die notwendige Ausbildung geben müssen. Denn wenn man schaut, 65% der heutigen Kinder, die in der Volksschule sind, werden, wenn sie erwachsen sind, Berufe haben, die wir heute noch nicht mal kennen. Das heißt, wir müssen ihnen das Rüstzeug geben, dass sie gerüstet sind, und wir haben dabei eine sehr große Chance, weil Europa ist führend in diesem Artificial Intelligence Bereich, und es gibt uns auch die Chance der Reindustrialisierung, das heißt, durch verschiedene Themen, die wir hier abdecken können, Industrie wieder zurückzubekommen nach Europa. Und welche Technologien spielen hier eine Rolle? Es ist sicher, im Kernstück ist das Netz auf der einen Seite, die Analyse der Daten auf der anderen Seite und die Mobilität. Das sind die 3 Dinge, die im Kernbereich sind und die, ja, diese Disruption, die jetzt gerade stattfindet, in der wir uns befinden und die auch natürlich mit Angst auch verbunden ist, teilweise vorantreibt. Also wenn wir haben das Netz auf der einen Seite, die Daten und durch die Mobilität, ja, sind wir einen weiten Schritt vorangekommen, dann haben wir rundherum Dinge, die entstehen. Artificial Intelligence habe ich schon genannt. Wir haben aber auch das 3D-Printing, wir haben die Nanotechnologien und wir haben die Robotics in diesem Umfeld. Und alles zusammen ist eine große Chance für Europa und für uns, wenn wir gemeinsam die Voraussetzungen schaffen, Industrien zurückzubekommen und durch die Dezentralisierung auch der Data Center sehr nahe am Kunden dort wieder Wertschöpfung nach Europa zu bringen. Es ist quasi ein Wettbewerb der Regionen, der großen Regionen, der zwischen Amerika, Asien und Europa stattfindet. Afrika ist ihr hier irgendwie jetzt außen vor. Leider. Wenn wir uns anschauen, wie treibt man die Digitalisierung voran, die Transformation, und das gilt für Unternehmen genauso wie öffentliche Einrichtungen, so gibt es keine einfache Antwort mehr. Es gibt nicht mehr ein linear, ich habe eine Strategie früher so gemacht und das hat früher funktioniert, denn die Antworten, die wir früher gegeben haben, funktionieren in dieser Welt, wo wir jetzt heute sind, nicht mehr. Und das sind ganz einfache Dinge, wenn wir unsere Jugend ansehen, wie sie arbeiten wollen, was ist ihnen wichtig, so hat sich das ganz, ganz stark verändert. Es gilt aber für jede Organisation, ob öffentlich oder privates Unternehmen, irgendwo in diesem Netz anzufangen. Und die Themen auch nicht zu groß zu machen, dann ist das die Gefahr des Scheiterns so groß. Ich sage immer, was wichtig ist die interne Digitalisierung voranzutreiben, Raum zu schaffen, das Kerngeschäft mal zu verstehen, ihr Geschäft im öffentlichen Bereich genauso wie wir als Unternehmen, und dann Schritt für Schritt die unterschiedlichen Themen anzugehen. Für mich eines der wichtigsten natürlich der Ausbau, der weitere Ausbau der Infrastrukturen und daneben dann auch der Ausbau der Skills. Wir sind hier gerade in so einer Umgebung, wo ja die zukünftigen Entscheidungsträger, die zukünftigen Expertinnen und Experten geschaffen werden, und da müssen wir den Grundstein als Unternehmen, wie es auch öffentliche Bereiche entsprechend legen. Ich möchte auf ein Thema eingehen, das uns besonders am Herzen liegt in letzter Zeit. Sie lesen viel davon, Sie sind damit beschäftigt, Sie sind in Arbeitsgruppen, Sie arbeiten daran. Das ist das Thema 5G als Ökosystem in der Gesellschaft. Warum ist dieses Thema 5G jetzt so etwas Besonderes? Fürs Telefonieren brauchen Sie kein 5G. Sie brauchen es auch nicht jetzt im privaten Bereich, so bei den Dingen, die Sie heute nutzen. Aber wir brauchen 5G als Basis für die zukünftige Entwicklung dessen, was wir heute Internet der Dinge nennen, was wir Industrie 4.0, Wirtschaft 4.0 nennen. 5G ist die Basis dafür. Und jetzt gibt es natürlich viele, es ist ein neuer Standard, hat mit dem, was wir in 4G gemacht haben, überhaupt nichts zu tun, sondern bringt die Basis dorthin, dass wir es schaffen, in möglichst kurzer Zeit Daten zu übertragen. Also der wesentliche Unterschied zu 4G, heute ist, wir haben 4G zu 98% in Österreich ausgerollt, der wesentliche Unterschied liegt in der Latenz, liegt in der Computing Power und in der Bandbreite. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, was die Latenz, wie Sie sich das vorstellen können, schauen Sie auf YouTube, da gibt es ein Video und dort sehen wir zwei Roboter an einem Tisch, in der Mitte ist eine Kugel und in 4G versuchen diese Roboter, die Kugel zum Stillstand zu bringen. Und es braucht einige Iterationen, bis die Kugel dann zum Stillstand kommt. Wenn Sie dasselbe im 5G machen, braucht es einmal und die Kugel steht. Deshalb brauchen wir 5G. Wir brauchen 5G für das autonome Fahren. Wir brauchen es für all die Anwendungen, die wir in der Smart City brauchen. Und darum müssen wir Vorreiter sein und diesen Standard möglichst rasch dann in die Umsetzung bringen. Sie sehen hier, das ist Ökosystem des 5G, um Sicherung, Schad, das Thema Transport, Gesundheit, Energie, öffentliche Dienste, all diese Themen und Anwendungen, die Sie hier entwickeln werden und viele kennen wir davon noch gar nicht. All diese Dienste setzen auf diesem Standard auf. Und jetzt würden reine Mobilfunker sagen, ja super, 5G, alles mobil, aber da kommt dann auch die andere Seite von uns durch, die sagt, Glasfaser ist notwendig. Wir sind ja im Bereich Ausbau sowohl im Festnetz wie auch im Mobil tätig und Glasfaser ist die Voraussetzung, ohne Glasfaser kein 5G. Und das ist sozusagen, Sie sehen hier dann eine Studie, die wir gemacht haben als Internetoffensive gemeinsam mit Arthur D. Little, warum es so wichtig ist, 5G-Vorreiter zu sein. Es ist deshalb so wichtig, weil es die Basis ist für Unternehmen, sich weiterzuentwickeln, für neue Startups, sich hier anzusiedeln. Und die Abschätzung hat ergeben, dass bis 2030 circa 32 Milliarden Euro Bruttoinlandsproduktbeitrag erzeugbar sind, lieferbar sind durch 5G, zusätzlich 35.000 Beschäftigte und ein vielfacher Effekt in Fachkräften, Forschung und Entwicklung und Wachstum der Startups. Also eine ganz wesentliche Kernaussage, warum tun wir denn das alles, warum bauen wir das aus? Wir als Telekom-Unternehmen alleine müssen sagen, für uns zeigt sich der Business Case alleine noch nicht, weil wir einer großen Herausforderung gegenüberstellen, weil die Dienste, die über diese Netze geschickt werden, von anderen erbracht werden, von den Startups. Ich habe gerade vor kurzem so ein ganz tolles Startup gesehen, googeln Sie das mal, schauen Sie mal nach, Lilium heißt das. Und Lilium, da reden wir nicht von autonomen Fahren auf der Erde, sondern die haben das erste autonome Flugschiff entwickelt. So wie Sie es in den Science-Fiction-Filmen sehen, ist das jetzt bereits genehmigt in Deutschland. Die haben einige Dinge überwunden. Sie haben Elektrobetrieb, darum sind sie ruhig. Helikopter haben nicht funktioniert, weil sie viel zu laut sind. Sie können so landen, also das heißt, Sie brauchen nicht viel Platz, Sie erreichen bereits 300 Kilometer Reichweite, können also vor allem im ländlichen Bereich die Distanzen überwinden. Und die brauchen, um gesteuert zu werden, im Moment funktioniert das noch mit einem Piloten, aber um dann autonom zu fliegen, braucht es dieses 5G-Netz, wo die Daten in Echtzeit ohne Verzögerung übertragen werden. Und damit solche Unternehmen sich hier ansässig werden in Österreich, sich hier ansiedeln, nicht in Deutschland, müssen wir die entsprechenden Rahmenbedingungen auch schaffen. 5G ist also der Nährboden. Es ist der Nährboden für ein Ökosystem, für ein System, wo wir noch nicht genau wissen, was sich dort alles entwickeln wird. Sie sehen verschiedene Themen, die dort Sie sich selbst rausgreifen können. Es wird auf alle Themen Einfluss unseres Arbeitens und Lebens nehmen. Wann in etwa? Ja, jetzt müssen erst die Versteigerungen vorbereitet werden und dann auch sozusagen durchgeführt werden und dann müssen wir in den Ausbau gehen. In etwa ist gedacht 2020, wenn alles gut geht, so die ersten Bereiche erreicht zu haben. Wenn wir das allerdings möchten, dann braucht's, und das ist so mein Appell jetzt an viele von Ihnen, Sie sind Entscheidungsträger im öffentlichen Bereich, Voraussetzungen. Es braucht Voraussetzungen, die geschaffen werden in Österreich, damit wir schnell sein können. Und die sind im Moment nicht so gegeben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Um diese Netze zu bauen, brauchen wir in etwa 10-mal so viele Sender, wie wir sie jetzt haben. Aber nicht erschrecken, es sind nicht die großen Masten, die wir brauchen. Am Land werden sie ein bisschen größer werden, aber damit sie längere Reichweite haben in den Städten, brauchen wir sogenannte Mikrosender. Die sind dann in Lampen oder in Telefonzellen, dafür sind die Telefonzellen dann wieder praktisch, weil da hat man also einen Glasfaseranschluss schon hin, man weiß nie, wofür es gut ist, also danke Universaldienstverordnung. Wir werden diese Infrastrukturen bauen müssen. Und wenn wir die nicht scheren können, als Anbieter gemeinsam, sinnvoll scheren können, dann werden wir nicht schnell genug sein, diese aufzubauen. Und da gebe ich Ihnen das sehr etwas lustige Beispiel in Österreich, aber wenn man die Kosten zu tragen hat, ist es dann wieder nicht so lustig, wie das mit den Mieten geregelt ist in Österreich. Wir haben Standorte und für diese Masten. Jetzt überlegen Sie, wir brauchen 10-mal so viele. Wir zahlen die Miete pro Standort nach Technologie. Das heißt, auch wenn wir uns heute, was ja auch gewünscht in Niederösterreich auch mal großes Thema war, als Provider einen Standort teilen, so zahlen wir pro jeder die Miete voll auf diesem Standort, auf diesen Masten. Und wenn ich mit 4G und dann mit 5G draufgehe, noch einmal doppelt. Das heißt, ich zahle pro Technologie. Das gibt es in Deutschland nicht. Das ist etwas, was wir dringend lösen müssen und ich weiß, es ist komplex, weil Länder, Gemeinden und Private und wir stehen auf unterschiedlichsten Bereichen. Einmal reden wir mit der Bundesimmobiliengesellschaft mit unterschiedlichsten, aber es ist einfach ein Thema, dass wir es gemeinsam lösen müssen, nicht wir als eins brauchen alleine, sondern der österreichische Standort, damit wir rasch vorankommen. Ein zweiter solcher Punkt ist die Genehmigungsverfahren. Wir brauchen, und darum habe ich das mit großer Freude gehört, One-Stop-Shops, dass wir in den Bundesländern, zumindest auf Bundesländerebene, einen Adressaten haben für unsere Verfahren, die wir beantragen, damit wir schneller werden in den Genehmigungen. Auch in Deutschland gibt es hier ein erhöhtes Verfahren mit hoher Geschwindigkeit. In Großbritannien gibt es schon einen Lehrstuhl beispielsweise für 5G als Anregung. Wir werden unsere Aufgabe erfüllen, wir werden ein 5G-Lab bauen, wir werden das implementieren. Wir haben es auch schon die ersten Tests durchgeführt. Also wir sind dazu bereit. Wir investieren in etwa im Jahr 500 Millionen Euro eigenes Geld. Dort ist keine Fördereuro mit dabei, auch nicht der Breitbandmilliarde. Das ist 3-mal so viel als die gesamte andere IT- und Telekombranche zusammen. Dazu stehen wir. Wir werden das auch weiterhin tun, damit wir genau diese Dinge, die Sie hier sehen, machen können. Die coolen Dinge für unsere Bürgerinnen und Bürger, für Smart City weiter auszubauen, dass wir sie erreichen, dass sie die Holodecks zu Hause haben können, dass die Unternehmen sich ansiedeln können. Und da geht's mir als Tirolerin auch ganz stark darum, dass man nicht immer ins Ballungszentrum gehen muss, nicht nach Wien gehen muss, um ein cooles Unternehmen, ein erfolgreiches, international erfolgreiches Unternehmen zu gründen, sondern dass das geht hier in Niederösterreich am Land, genauso wie in der Stadt. Das ist unsere Aufgabe. Das Thema Smart City und E-Health haben wir kurz angesprochen. Meine Idee war Ihnen Inspiration zu geben für den heutigen Tag. Letztendlich bedarf es eines Schulterschlusses von uns allen, der IT-Branche, der Telekom-Branche, den öffentlichen Stellen. Und wir sollten nicht aufgeben, weil die Sache so groß ist, sondern genau wie wir es am Beispiel in Niederösterreich sehen, viele Dinge vorantreiben aus vielen Ecken und so Österreich gemeinsam voranbringen. Wir als Internetoffensive, als Vertreterin bin ich heute hier, sind dazu bereit, wollen das auch gerne tun und sind sicher, dass wir damit auch der nächsten Generation vor allem die Basis schaffen, weil für die tun wir es, für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder, für ihre Neffen, ihre Nichten. Dafür schaffen wir das, sodass die auch gute Chancen haben in der Zukunft. Und das macht so spannend und macht auch so viel Spaß, an diesem Thema zu arbeiten. Herzlichen Dank.